So schaut es aus auf der Wiese. Es ist 7:15 ungefähr. Langsam wird aufgestanden, rührt sich was. Ich nehme euch mit auf meinen Morgenspaziergang. Da kann man gar nicht mehr lesen, was das mal war. Stehen zwar die Schilder noch. Irgendwie meine ich was mit Plüsch zu lesen. Tagebau Streckau. Und da ist der Saale-Unstrut-Elster-Radweg. 500 Meter von der Wiese weg. Dieser schöne See. Kann man vorstellen, dass ein Patschi vielleicht sogar heute zu gemütlich ist zum Reingehen. Es ist nämlich noch nicht sehr warm. Und der Wind geht. Hm? Patschi, heute wird nichts gepatscht. Und tschüss. Da wollte ich gucken, was da für Bäume sind, ob da Obst dabei ist. Jede Menge Weißdorn. Ein Kirschbaum ohne Kirschen. Patschi, was willst du schauen? Den ganzen Weg runter Weißdorn. Ich habe Apfelbäume, Birnbäume, Holunder visualisiert. Da ist irgendwas schief gelaufen. Aber Sanddorn gibt es leider noch nicht herein. Welchen Weg nehmen wir, Patschi? Wir sind zurück auf der Wiese und wie ich sehe, haben wir Zuwachs bekommen. Ein neuer Nachbar. Geh nicht so nah hin, Patschi. Zu den Zweien, die da aufpassen. Ja. Ist das toll? Der ist so hübsch. Der ist so schön. Das ist die Ella. Das ist die Ella. Die Ella. Vom letzten Jahr, das war Erna. Erna, was du wechselst? Ja. Warum war die Erna nicht mehr gut genug? die war aus anderem Material und so wie das Ding von Camper Marco, aus dem gleichen Material. Ah, okay. Und das war zu eckig. Aha. Zu kantig und ich wollte was Schönes, Rundes und ich wollte vor allem Holz. Super schön. Und ich habe gehofft, dass es leichter wird. Aber es wurde leider nicht leicht. Wurde nicht, das sind immer, aber ja, es geht zum Ziehen, gell? Es ist, ja, ja. Ich glaube auch immer, ich bin zu schwer, aber dann packt es doch leicht. Wer bist jetzt du? Thomas. Der Thomas. Der Thomas. Hallo Thomas. Federleicht die Blümchen, hat es gerade in der Hand. Genial. Thomas, wo kommst du her? Ich komme aus Bitterfeld. Bitterfeld. Etwas über 90 Kilometer bin ich gefahren. Ah ja, das ist überschaubar. Ja, nur 2 Tage. Klasse. 80 Kilometer gestern und 12 heute. Gut, in der Aufteilung hast du noch Potenzial zum... Nein. Ich wollte möglichst früh hier sein. Ja, ja eh. Ich hätte es fast geschafft bis hierher. Aha, wow. Aber dann wurde es langsam dämmerig und... Ich habe erst nach 80 Kilometern eine ordentliche Unterkunft gefunden, also eine ordentliche Stelle, wo ich aufbauen konnte. Aha. Günther wechselt mal seine Bremsbeläge aus. Günther macht so, dass er den Bremssattel komplett wegschraubt. Ja. Und die Bremsback, die Dinger zurückdrücken. Aha, dann nehme ich immer einen Reifenheber. So. Ja, jetzt ist der Zylinder zurück und jetzt muss ich den Splint hier rausmachen. Hat einen Vorteil, man muss den Reifen nicht rausmachen. Mhm. Was beim Günther ein Splint ist, ist bei mir eine Schraube. Jetzt hat uns doch glatt der Regen ein bisschen erwischt. Da kommt eine Gewitterwolke, eine unangekündigte, erst für Nachmittag angekündigt. Aber wir haben es ja trocken.
Und ich esse den Rest Sauerkraut von gestern Abend mit eingetunktem Brot. Zwischendurch richtig ein Christbeil her für den Kochsack. Einmal ganz kurz aufkochen lassen, tät vielleicht sogar schon reichen, dass er fertig quillt. So, Topf ist im Kochsack. Jetzt muss ich zuschnüren gut alles und den Deckel oben drüber noch, aber ich brauche zwei. Schauen wir mal, wie es beim Grießbrei ausschaut. Einhändig. Ja, also der Topf ist noch sehr heiß. Sind jetzt 2 Stunden her. Mal kurz reingucken. Brauche ich jetzt einen Löffel und muss umrühren. Und am Donnerstag kommt immer der Bäckerwagen. Dann gibt es mal wieder Semmeln und nicht immer Brot in der Früh. Unser Mittagsspaziergang am Bahngleis ein wenig lang und wieder zurück. Da ist gerade Mittagruhe. Genau, wir sind alle ganz still. Schaut, wie eine Bescherung. Diese hübschen Tassen. Das ist sogar eine Thermotasse. Das ist keine Thermotasse, aber die hat es mir angetan. Die ist ein bisschen kleiner und ich glaube, das ist genau meine Kaffeemenge. Und Porzellan ist auch sehr schön, aber ich sehe sie schon in Scherben fliegen. Ihr Lieben, ich möchte diese. Bekommst du, liebe. Und für 15 Euro kriege ich die und dann fahre ich die gleich mit Kaffee hinter. Schau mal. Genau, warte mal. Hat der Wind nichts weggeblasen? Ich sitze mit dem Messer. Hat Jörg jetzt erst den Kaffee geholt? Ist doch wunderschön. Jörg will erst Kaffee kaufen. Ich weiß gar nicht, ob der schon. Ach Quatsch, ich falsche Presse. Ob der schon was ich kaufen möchte. Nehme ich dann noch. Achso, aufpassen, das ist die vom letzten Jahr. Wenn du die von diesem Jahr haben willst, musst du die nehmen. In weiß, ja? Lord Ziegelbewahrer. So. Einmal. Jetzt geht's los. Stempeln. Ne? Dankeschön. Herr Günther ohne Haar. Mhm. Ganz wichtig. Genau. Ich bin nicht kompliziert, weißt du? Sehr einfach. Und das war's. Fertig. Halt es bitte in die Kamera. Super. Es ist Donnerstagabend, 8 Uhr ungefähr.